Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Und heute machen wir nochmal Friedhofkommando. Und zwar diesmal eine Meeresrunde. Das heißt, mit dem Shrimp-Imp, mit dem. Wo ist er? Tauchersoldat und mit dem Meeresbiologen. Wo ist er denn da? So. Und wir gehen aber zu einem verzauberten Garten. Denn man muss da einen Stern ausgeben, aber man kriegt dann ziemlich viel Geld dazu. Das ist schon nice. Ich bin jetzt Level 137 und ich habe auch bei XP schon 2,0. Das, ich habe echt viel gespielt, muss ich sagen. Macht auch echt Spaß. Aber ich habe immer noch keine Bots, weil ich mir immer noch Charakter kaufe. Ist auch ein bisschen dumm, aber. So. Ich gehe mal hier drauf. Denn die müssten, ja gut, es dauert noch 15 Sekunden. Eigentlich mag ich den Garten hier lieber, aber da ist kein, da habe ich dann keine Münzen. Ich bin mal gespannt, ob der Imp auch wirklich die meisten Kills macht. Ich glaube nicht. Die Pflanzen wachsen. Mal kurz die One-Hitte. Ja, klar. Okay. Nicht treffen ist auch nice. Macht schon gut Flächenschaden, der Typ. Oh, der Imp hat die meisten Kills von denen. Krass. Ein. Ja, hä? Der kann jetzt schon seinen Z-Mech machen. Warum macht ihr den in der ersten Welle, Alter? Der ist richtig intelligent, der Typ. Aber der klaut mir die ganzen Kills. Der Wissenschaftler. Von dir habe ich mehr erwartet. Wie süß, ey. Aber macht schon echt Bock mit denen zu spielen. Mit den Meeresklassen. Finde ich alle sehr gut. Der hier ist auch bei Level 10. Wie ich einfach manchmal gar nicht treffe, ist komisch. Aber es ist vielleicht nicht so praktisch bei Gartenkommando, weil man so sau oft nachladen muss. Oh, der Z-Mech holt viele Kills. Muss man sagen. Aber wie die einfach die Bots immer in der Base bleiben. Ich dachte, die haben nur 20 Leben. Ich werde geheilt, sehr gut. So. Schon wieder nachladen. Man one-hittet echt eigentlich fast alles, wenn man richtig trifft. Und nicht so wie ich gerade. Heil mich. Das ist echt nice mit Wissenschaftlern. Ich muss sagen, der Shrimp Imp ist schon nice. Geld. Geld. Die sammeln die aber leider nicht ein. Schütze die Bombe, sie ist randvoll mit Beute gefüllt. Aha, das ist wie bei Gartenkommando. Man muss ja die Bombe, den Typ mit der Bombe zerstören. Und da muss man ihn beschützen. Und die machen das auch. Wie nice. Die sind schlau. Schlau Mitspieler. Wo ist er? Alter. Hier einfach genau. Nice. Ich wollte eigentlich gerade einen Screenshot machen, aber irgendwie. Sehr gut. So, das wird mein Thumbnail wahrscheinlich, wenn ich kein besseres finde. Oh nein, die Aufgabe ist einfach viel zu einfach irgendwie. Naja, alle haben gleich viele Kills, alle Bots, außer der Shrimp mit 14, aber die sind schon gut, die drei. Kürbisköpfe. Hä? Ach, die haben alle den Kürbis.
Okay. Ist ja nicht so schwierig. Solange wir mich nicht abschießen können. Ja, du bist Köpfe. Hör, die können schießen. Ich wusste gar nicht, dass die Kräuter hier schießen können. Wahrscheinlich wusste das irgendwie schon jeder, nur ich nicht. Spucken die mich hier einfach an, ey. Respektlos. Einfach nur respektlos. Der ist echt schnell down, der Typ. Lebt er denn auch wieder? Nee. Aber ein Wissenschaftler reicht eigentlich. Der versorgt immer alle gut. Und manchmal rudert meine Maus immer so hier. Egal. Ich glaube, man kriegt sogar ein bisschen mehr Geld als bei Garden Warfare 1, aber man muss dafür halt auch einen Stern ausgeben. Wenn man sich richtig anstrengt, also ich hatte 1,5 heute Morgen noch, da habe ich so anderthalb Stunden so probiert halt die Aufgaben zu machen und das hat dann auch geklappt alles. 10 Aufgaben in anderthalb oder einer Stunde. Das geht ganz einfach eigentlich. Nochmal Geld bitte. Dankeschön. Jackpot. 2500. Oh. Oh. Nochmal eine Jackpot wäre. Okay, doch nicht. Ich dachte schon. So. Eine Laserbohne. Die sind echt cool, die Laserbohnen. Also sehr stark. Schild schon mal zerstört hier. Das fiese. Der ist halt das Gegenstück zu dem. Wie heißt er? Dem Vampir. Ah, Rosen. Mit Rosen kann man echt sehr gut leveln. Ich habe die Feuerrose jetzt schon auf Elite. Das heißt auf Level 30. Da macht die, dass sie noch zielsuchender. Also das ist echt krass. Ich nehme die aber nicht oft online, sondern eher bei privaten Matches und so, weil ich die echt unfair finde, die Rosen. Echt unfair. Rauch. Wow, Alter. Immer wenn ich eine Rakete mache, haut der sich weg. Ich bin eine Ziege. Man ist bei Gartenkommando immer richtig lange eine Ziege. Schnell auf die 3 drücken. Oh Mann. Wollt noch. Oh. Oh. Mann, ich hasse Rosen. Da. Krieg ich den? Nee. So. Jackpot-Welle. Ach, jetzt kriegt man, wenn man die Welle erst geschafft hat, kriegt man mehr Punkte. Ah, okay. Jetzt habe ich verstanden. Okay, der Shrimp-Z-Mech, also der Shrimp-Imp, hat doch nicht die meisten Kills. Habe ich mir schon gedacht. Der stirbt einfach zu oft, der Kleine. Der Meeresbiologe hier. Er macht auch echt gut Schaden. Oh Mann, Alter. Lass mich doch hier drauf. Nice. Also die einfachen Zombies sind echt alle in einem Schuss tot, wenn man richtig trifft. Ich glaube, der ist gleich leer, die Power. Aber der Laser, die schon gut weg. Oh, er hat die zwei noch mitgenommen. Das finde ich auch gut, wenn man viele Gegner hat, zu flüchten. Oder ein so ein Wissenschaftler. Na, so dringend ist es noch nicht eigentlich. Aber der heilt halt einfach immer. Wenn man da hingeht, wird man geheilt. Ist echt nice. Besser als die meisten Spieler. Die heilen nämlich eigentlich fast nie.
Belebt mal den Jungen wieder hier. Junge, mach du mal. Ah, egal. Mach ich schon. So. Hättest du das gemacht, hätte der volles Leben gehabt. Ich glaube, jetzt kommt, nee, Welle 7 oder so kommt jetzt. Der Soldat 34, ja, immer. Okay, der Meeresbiologe hat die meisten. Und halt am meisten. Also eigentlich sind die Wissenschaftler bei Gartenkondo, also bei Friedhof Kondo die besten. Habe ich den verarscht. Oh. Nice. Nice, der Junge. Oh, Junge. Der Shrimp stirbt einfach viel zu oft. Er ist einfach zu schnell tot. Ich hole ihn mal wieder. Das war ganz schlau von dir. Naja, egal. So. Frag mich nicht, warum ich das gemacht habe, das habe ich nur dumm. Ich wollte gerade sagen, nicht in die Miete laufen. Super. Kommst du mit? Ja. Hallo. Oh, da ist noch einer. Ich kann auch mal kurz den Shrimp nehmen. Okay. Fail. Hier kommt man schwer hoch. Erledige den Wärter, das mache ich doch mal. Der ist schon nice, der. Nicht her. Oh Mann, nee, ich will ja gar nicht. Ich will den. Bam! Hä? Gibt's noch einen Wärter? Ich bringe die Karte zurück. Oh, okay, das habe ich nicht. Das habe ich nicht gecheckt. Mist. Nee, das habe ich nicht mehr. Mist, ey. Ah. Bonusquelle nicht geschafft. Welle nicht geschafft. Hui. Aber der beste Imp ist für mich noch der Little Drake, der Feuer-Imp. Der ist der beste. Sandsturm. Ich hoffe, ich gehe hier mal einen legendären Charakter. Ich habe immer noch keinen. Wäre ganz nice, Mann. Oh. Da hat der Taucher-Soldat den Kill bekommen. Schlecht ist aber nicht der Imp. Hat halt nur viel zu wenig Leben. Und stirbt jetzt wahrscheinlich. Oh, danke. Ha. Mit einem Wissenschaftler zusammen sind die immer sehr gut. Sonst gefallen sie mir nicht. Oh, ich bin tot. Nee, ich habe ihn getötet. Helf mir. Helf mir. Helf mir doch. Heil mich. Mich heilen. Oh. Knappes Ding. Man ist so schnell wieder voll geheilt, ey. Ich tausche mal wieder.
So. Letzte Welle. Baumstamm, normaler Baumstamm. Knurri ist das mittlere. Wir spielen gegen Knurri, den Feuerstrunk oder wie der heißt. Keine Ahnung. Da kommt erstmal, glaube ich, der Feuer. Ah, ihr Peach. Oh Gott, ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Hat das der Imp das nicht überlebt, war ja wieder klar. Okay, das ist der Knorri. Ja, der ist schon fies. Ich kann dem Imp jetzt nicht helfen. Nee, ist K.O. Schade. Der hat viel Leben, der Junge. Oh ne, nicht auch noch der, ey. Zu zweit wird's schwierig. Ich hole den mal eben wieder. Unseren Freund hier. Boah, viel Leben die haben. So, da ist er wieder. Ich finde das gut, dass die Bosse nicht gleichzeitig kommen. Boah, wie er mich ranzieht. Krass. Aber der ist kein so starker Boss, würde ich sagen. So. Erste Hälfte schon mal geschafft. Hä? Ich glaube, der Feuer, Typ ist einiges stärker. Was macht der Meeresbiologe? Er greift einfach. Okay, jetzt greift er an. Stirb! Der Ahnungslose hier. Meeresbiologe wurde erledigt, das ist nicht gut. Den muss ich wiederholen. Der Tauchersoldat, den geht's auch nicht gut. Ist der überhaupt, ey? Ist er beim Boss? Ja, der ist beim Boss und stirbt jetzt. Oh ne. Oh Mann, Hilfe. Die sind so nervig. Stirb doch. Alter. Ja. Sieht nicht gut aus. Oh Mann. Das sieht echt gar nicht gut aus für mich. Ne, ich bin tot. Scheiße, ey. Oh, jetzt muss ich den Rest alleine machen. Heftig. Ne, er ist noch da. Oh, Mann. Kommt der Meeresbiologe? Ja, der belebt mich wieder. Sehr gut, oh Mann. Schwer, schwer. Obwohl es nur normal ist. Trotzdem nicht einfach. Mit seiner Feuerkanone hier. Mal noch zwei Screenshots gemacht. Komm, wir gehen mal ein bisschen näher ran. Dann machst du mehr Schaden. Oh. Schon cool, der Typ. Nice. Geschafft. Ich glaube aber auch, dass man das alleine schaffen kann. Aber mit dem Wissenschaftler ist es immer schön einfach. Nichts wie weg hier.
Das war nicht extra. Oh. Oh, jetzt ist er noch gestorben. So. Gegner. Gegner. Heil mich aber die ganze Zeit, Junge. Aber ich muss sagen, mir macht Gartenkommando hier echt weh, auch wegen dem Modus hier, mehr Spaß als beim ersten Teil. Und man levelt so schnell, ist so cool. Wo ist der Mais? Ja. Oh. Okay, easy. Hier ist noch Level 10 geworden. Sehr nice. 100 Kills, genau. Level 10 und genau 100 Kills. Was will ich mehr? Ich kann das jetzt nochmal eben zeigen, wie ich meinen Charakter befördere. Wie man den Rang erhöht, sozusagen, falls ihr es noch nicht wisst. Ich zeige es nochmal eben. Oh, sehr viele Münzen bekommen. Sehr gut. Wie viel habe ich jetzt? 73, aber nach dem Rang erhöhen geht das auf jeden Fall. So, wir sehen uns gleich. So, man geht nämlich mit dem, mit egal welcher Klasse halt hier hin, zu den Zombies oder zu den Pflanzen, kommt auf an welche Klasse, Level 10, Level 20 oder 30 oder so ist. Dann ist hier ein Pfeil zu sehen. Und man drückt E und dann steht hier unten Beförderung. Dann geht man auf die Klasse und dann drückt man auf keinen Pro. Also hier, durch die Beförderung wird dein Tauchersoldat auf Level 1 zurückgesetzt. Du erhältst einen neuen Titel und eine neue Spielcharakter-Plakette. Das heißt aber nicht, dass die Waffenverbesserungen und die Verbesserungen generell weg sind. Die sind immer noch da. Man ist dann nur wieder Level 1. Und hier, man bekommt befördert zum Spezialist und man bekommt noch 20.000 Münzen dazu. Das ist nice, dann können wir jetzt auch noch schnell ein Spielcharakter-Pack uns holen. Schön, dass ich in die falsche Richtung laufe. Hier habe ich überall Statuen hingesetzt und auch hier und hier. Aber gehen jetzt mal hier und holen uns einen neuen Charakter. Ich denke, es ist ein Captain Deadbeard irgendeiner, weil ich da noch nicht alle habe. Ja, wusste ich. So, das. Ah! Der wäre auch noch. Ne? Hätten wir den ja auch noch gehabt, hätten wir eine richtige Meeresrunde gehabt, den Typ hier. Naja, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Und. Ciao.